Das hier ist der neue, rein elektrische Mini Countryman. Stellt sich die Frage, ist das auch der beste? Der elektrische Countryman basiert natürlich auf der BMW-Plattform, die auch X1 und BMW X2 nutzen. Deswegen hat der elektrische Countryman eben auch keinen Frunk, also keinen Platz vorne unter der Motorhaube, in dem man Kabel unterbringen könnte. Dafür gibt es jede Menge neue Assistenz, dank eben der bayerischen Verwandtschaft. Das heißt Spurführer, Spurhalter, sogar teilautonomes Parken sind absolut problemlos möglich. Bei Mini gibt es drei unterschiedliche Ausstattungsvarianten, die hier Trims genannt werden. Allen gemeinsam ist, dass sie farblich gut zueinander abgestimmt sind und dass sie keine Chromelemente haben, sondern jetzt polierte Alu-Elemente. Das zieht sich vom Grill, der hier geschlossen ist bei der Elektrovariante, über die Felgen bis ins Dach und auch am angedeuteten Unterfahrschutz. Hier unten steckt ein 64,7 Kilowattstunden großer Akku und das reicht laut WLTP für deutlich über 400 Kilometer Reichweite. Die Elektroversion gibt es auch mit einem Motor. Wir haben hier aber den All-4, also zwei Elektromotoren, und die machen ihn zum stärksten Mini aller Zeiten mit 313 PS. Allerdings nur für 10 Sekunden via Boost. Aber das reicht für 5,6 Sekunden von 0 auf 100. Allerdings ist bei 180 km/h Schluss. Ladestops dauern natürlich viel länger als Tankstops. Beim Mini kann er serienmäßig mit 11 kW laden. Optional ist ein 22 kW Onboard-Ladegerät. Das reduziert die Ladezeit von 6,5 auf 3,75 Stunden. Am schnellsten geht es mit maximal 130 kW Gleichstrom. Das heißt von 10% auf 80% Akkustand in knapp einer halben Stunde. Natürlich hat der Elektro keine Endrohre. Dafür gibt es beim Kofferraumvolumen kaum Abstriche. Denn ich bekomme hier hinten immer noch 450 Liter hinein, habe ein kleines Ladebodenfach, in dem die Ladekabel unterkommen. Allerdings, um die vollen 1450 Liter zu bekommen, muss ich in die zweite Reihe wechseln, denn es gibt keine Fernentriegelung. Kleine Unterschiede gibt es in der zweiten Reihe, denn ich kann die Bank hier nicht verschieben und ich habe auch etwas weniger Beinhöhe, da ja der Akku im Unterboden sitzt. Darum, wo sich auch beim elektrischen Countryman alles dreht, ist dieses runde OLED-Display. Wie bei den Verbrennern verzichtet man auf einen Drehdrücksteller. Dafür ist jetzt hier Klimaanlage, Radio und natürlich auch die Navigation integriert. Und das ist ja bei elektrischen Autos immer ein ganz besonderer Punkt. Und ich kann ihn hier auch mit der Sprachsteuerung bitten. Einmal, hey Mini, navigiere nach Leipzig. Unser nächstes Ziel ist Leipzig. Und warum spreche ich hier im Dialekt? Na, ganz einfach. Der Countryman, der wird in Leipzig produziert. Anders als seine Kollegen BMW X1 und BMW X2. Und warum ist das so? BMW hat in Leipzig ein neues Batterieberg hochgezogen. Und da kommen nämlich genau die Akkus für dieses Auto her. Jetzt haben wir aber genug gesächselt. Wir werden einfach mal die Route hier bestätigen und sehen, dass er, und das möchte ich euch eigentlich zeigen, die intelligente Software, die Navi-Software, die dahinter stellt, denn die plant selbst, trotz dieser immensen Route von über 2700 Kilometern, auch Ladestops mit ein, zeigt mir an, wie viel Kapazität ich am Ziel oder an der Ladestation haben würde und wie lange ich warten muss, bis es weitergeht und wie viele Ladeplätze frei ist. Und das ist wirklich schon planungstechnisch für ein Elektroauto richtig gut. Wir haben auch hier nochmal ein anderes Trim-Level als in der John Cooper Works-Variante, die ich euch ja schon vorgestellt habe. Und aber gleich sind tatsächlich die verschiedenen Bedienelemente, die auch Knöpfe beinhaltet am Lenkrad und eben dieses Scheiben-Head-Up-Display. Das unterscheidet sich tatsächlich überhaupt nicht vom Verbrenner.
Die haben doch einen Vogel bei Mini. Ja, und zwar flattert hier ein Kolibri durch den Effizienzmodus. Aber nur, solange ich effizient fahre, schonend Gas gebe. Und wenn ich ein bisschen Gas gebe, dann kommt die Raubkatze und frisst ihn. Schalten kann ich im Elektroauto natürlich nicht, denn ich habe weder Schaltwippen und auch nur ein Einganggetriebe. Allerdings fehlt mir hier das Boost-Pedal, das ich ja aus den BMW-Brüdern kenne. Dafür kann ich die Rekuperationsstärke einstellen, hier mit einem Tastendruck und als Feinjustierung in den Menüs dreistufig oder eben adaptiv, wo ich dann auch einen Freilauf habe. Irgendjemand bei Mini hat sich überlegt, Mensch, wir haben viel zu wenige Fahrmodi, was machen wir denn da nur? Wir installieren einfach jetzt 8 Fahrmodi. Die wenigsten davon sind allerdings tatsächlich sinnvoll. Ganz cool ist noch der Trail-Modus, da sehe ich, wie das Fahrzeug sich hier im Gelände verschränken kann. Irgendjemand bei Mini hat sich auch überlegt, wir erschaffen mal ganz neue Klangwelten. Und auch da ist es natürlich modusabhängig. Wie gesagt, jeder Modus begrüßt mich hier mit einer eigenen Melodie. Und wenn ich dann jetzt im Go-Kart-Modus Gas gebe oder E-Pedal gebe, dann klingt das wie ein defekter Warp-Antrieb bei der Raumschiff Enterprise. Licht ist das neue Chrom natürlich auch bei Mini, denn Chrom gibt es nicht mehr und jeder Modus erschafft hier seine eigene Lichtstimmung. Und das kommt leider auf der Kamera und bei Tag gar nicht so rüber, denn diese Stoffe werden durchleuchtet mit den verschiedenen Farbtönen und das ist schon ziemlich cool. Der Testwagen hier hat keine adaptiven Dämpfer und dennoch federt dieser deutlich schwerere Mini, er wiegt knapp 2,1 Tonnen, etwas entspannter als die doch sehr zugespitzte John Cooper Works Variante. Aber immer noch nicht richtig komfortabel. Das Gute an Portugal, es gibt nur wenige Geraden und ganz, ganz viele Kurven zum Leidwesen meines Videomanns. Aber das macht tatsächlich mit diesem Countryman Spaß, auch wenn die Lenkung nicht besonders gut ist, denn es fehlt ein bisschen Gefühl. Sie ist im Komfortmodus etwas zu indirekt und im Sportmodus dann doch etwas zu hippelig. Das könnte man noch ein bisschen feinjustieren. Und auch insgesamt ist der Countryman als Elektrovariante eher entspannter denn sportlicher. Für mich ist der elektrische doch nicht der bessere Countryman, denn er bietet zwar etwas feineren Fahrkomfort, allerdings ist er innen etwas unflexibler und die langen Ladezeiten sind einfach nicht state of the electric art.